Ja, hi, heute beschäftigen wir uns mit der Hydraulik, konkret mit Kolbenkräften und Kolbengeschwindigkeiten. Als Beispiel zur Erklärung habe ich hier einen doppelwirkenden Zylinder aufgezeichnet. Auf der einen Seite kann hier Öl eingedrückt werden, der Kolben wird dadurch im Prinzip nach rechts bewegt, die Kolbenstange wird ausgefahren. Umgekehrt kann natürlich hier auch an der Vorderseite entsprechend Öl eingedrückt werden. Der Kolben wird von der rechten Seite mit einem Öldruck beaufschlagt, die Kolbenstange fährt wieder entsprechend ein. Ja, gegeben waren der Kolbendurchmesser selbst, der Durchmesser der Kolbenstange, der Öldruck mit 75 bar, der Wirkungsgrad des Zylinders und ja, der Volumenstrom mit 18 Liter pro Minute. Und gesucht waren jetzt eben die Kolbenkräfte beim Ein- und Ausfahren und die Kolbengeschwindigkeiten entsprechend beim Ein- und Ausfahren. Und da findet ihr fertige Formeln in eurem Tabellenbuch, womit man sowas berechnen kann. Schaut eben als Stichwort nach, einerseits Kolbenkräfte bzw. Kolbengeschwindigkeit. Da werdet ihr sicherlich in eurem Tabellenbuch fündig. Ja, wenn man so eine Kolbenkraft berechnen möchte, da findet ihr eben folgende Gleichung. F ist gleich PE, das ist der Öldruck, mal der entsprechenden Fläche, die ihr anzusetzen habt, mal dem Eta, also dem Wirkungsgrad, die dieser Zylinder aufweist. So, umranden wir mal ganz fett, das ist die zentrale Formel, die ihr eben braucht, um die Kolbenkräfte zu berechnen. Nun, was wir gegeben haben, ist ein Druck von 75 bar. Und diese 75 bar, die müssen wir jetzt erst in eine andere Einheit umrechnen, damit wir ja entsprechend dann das mit der Fläche multiplizieren können. Also die bar, 75 bar, schaut in eurem Tabellenbuch nach. 75 bar entsprechend gerade 750 Newton pro Quadratzentimeter. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir setzen bei der Flächenberechnung hier statt Millimeter Zentimeter ein und berechnen die Fläche auch in Zentimeter Quadrat. Oder aber wir rechnen diesen Druck hier um in eine Einheit Newton pro Quadratmillimeter. Beides machbar. Kommt im Prinzip auch auf das beide auf das gleiche raus. Ich entscheide mich jetzt für diese Variante. Ich rechne diese 750 Newton pro Zentimeter Quadrat in Newton pro Millimeter Quadrat um. Wie geht man dabei vor? Letztendlich müsst ihr euch immer Gedanken machen, welche Faktoren habt ihr zwischen den jeweiligen Dimensionen, also zwischen Zentimeter und Millimeter, sprich 1 Zentimeter, entsprechen ja gerade 10 Millimeter. Ihr habt also den Faktor 10 zwischen dieser Dimension Zentimeter und Millimeter vorhanden. Sprich, wenn ihr jetzt Zentimeter Quadrat in Millimeter Quadrat umwandeln wollt, 1 Zentimeter Quadrat, müsst ihr diese 10 entsprechend auch ins Quadrat setzen. Also 1 Zentimeter Quadrat entsprechend dann gerade 10 Millimeter Quadrat. Wenn ihr euch das auf dem Blatt Papier vorstellt, ihr macht euch ein Quadrat, 1 Zentimeter Kantenlänge, ja, Zentimeter breit, Zentimeter hoch, entspricht dann einer Fläche von 1 cm Quadrat. Und das gleiche Quadrat, könnt ihr euch ja vorstellen, ist 10 mm lang und 10 mm hoch. Und diese 10 mal 10 wären dann entsprechend diese 10 Quadrat bzw. 100 Quadratmillimeter. Ähnlich verhält es sich mit dem Volumen, das kurz als Einschub. 1 cm hoch 3 würde dann entsprechen 10 hoch 3 mm. Hoch 3, ja. Also dann habt ihr den Faktor 1000 dazwischen, zwischen Zentimeter hoch 3 und Millimeter hoch 3. Und diese Umrechnung, die solltet ihr für euch einfach mal durchspielen. Wie komme ich von Zentimeter auf Millimeter, wie komme ich auf Dezimeter, wie komme ich auf Meter? Und das jeweils als Flächeneinheit und auch als Raumeinheit, also Meter hoch 3, für euch durchspielen. Dann seid ihr da geübt drin und habt in der Arbeit beziehungsweise in der Klausur keine Probleme damit. Also, wir rechnen jetzt diese 75 bar, beziehungsweise diese 750 Newton pro Quadratzentimeter in Newton pro Millimeter Quadrat um. Wie machen wir das? Indem wir durch 100 teilen, sprich die 75 bar entsprechen dann gerade gleich durch 100 entsprechend 7,5 Newton pro Quadratmillimeter.
So, das heißt, wir können jetzt, wenn wir die Kraft F berechnen, diese 7,5 Newton pro Quadratmillimeter als Druck schon mal ansetzen. Als nächstes müssen wir die Fläche berechnen. Und da stellt sich jetzt die Frage, nehmen wir erst die Fläche hier auf der linken Seite, die verantwortlich ist für das Ausfahren oder halt entsprechend für das Einfahren. Beginnen wir mal mit der einfacheren Variante, hier die linke Seite. Das wäre dann A1, also die Fläche auf der linken Seite ist mit A1 bezeichnet. Und das wäre ja dann gerade D1 ins Quadrat mal Pi geteilt durch 4. Also die 80 mm im Quadrat mal Pi geteilt durch 4. 5026,55 Millimeter Quadrat. So, die zweite Fläche, A2, das ist jetzt die Fläche, die wir hier rechts haben, also da, wo wir diese Kolbenstangenfläche im Prinzip noch abziehen müssen. Und die ergibt sich ja dann gerade aus A1 minus der Fläche der Kolbenstange. Wir können also schreiben, A1 minus dks im Quadrat mal Pi geteilt durch 4. Also die 5026,55 mm Quadrat minus dks war mit 50 mm angegeben. Also 50 mm im Quadrat mal Pi geteilt durch 4. mm². Diese Fläche A1, die können wir jetzt eben für das Ausfahren des Zylinders in dieser Gleichung einsetzen. Ich schreibe mal noch hier hin, das ist für das Ausfahren. Also die 5026,55 mm². Und den Wirkungsgrad nicht vergessen, da ist er angegeben hier mit 0,88. So, berücksichtigen müssen wir jetzt noch Folgendes. Wir haben hier Einheiten Newton pro mm² mal mm². Das heißt, diese beiden mm², die heben sich gegenseitig auf, die kürzen sich raus. Wir haben nur noch Newton hier stehen. Das Ergebnis soll aber in Kilonewton angegeben werden. Das heißt, wir müssen dieses Ergebnis hier in Newton noch durch 1000 teilen, damit wir das Ergebnis in Kilonewton haben. Wir schreiben also hier noch geteilt durch 1000 Newton pro Kilonewton. Das Newton kürzt sich raus, mm² kürzt sich gegenseitig raus. Übrig bleibt das Kilonewton, was ja durch das, dass es unter dem zweiten Bruchstrich steht, hier nach oben wandert. Als Ergebnis erhalten wir also 331.752,2 kN. Also eine ganz ordentliche Zahl, aber es ist ja bekannt, dass bei der Hydraulik aufgrund der hohen Leistungsdichte, die solche Hydraulik besitzt, sehr große Kräfte auf einem relativ kleinen Raum übertragen werden können. Ja. Machen wir weiter mit der Kraft, die ja übertragen werden kann beim Einfahren. Da müssen wir dann die Fläche A2 verwenden, also gleiche Formel, F einfahren. Sind die 7,5 Newton pro Quadratmillimeter mal Fläche 3063,05 mm² mal 0,88 geteilt durch 1000 Newton pro Kilonewton 102.163,3 kN. So, die beiden Kräfte sind bestimmt. Machen wir uns jetzt im nächsten Schritt Gedanken über die Geschwindigkeiten, die da resultieren. Und da gibt es eine weitere Gleichung, die findet ihr auch im Tabellenbuch, vermutlich sogar auf der gleichen Seite.
Die lautet wie folgt: Die Geschwindigkeit V ergibt sich gerade aus dem Volumenstrom Q geteilt durch die jeweilige Fläche, die ihr halt ansetzen müsst, je nachdem, ob der Zylinder ausfährt oder einfährt. So, der Volumenstrom Q, der ist gegeben mit 18 Litern pro Minute. Wir wollen nachher ein Ergebnis haben in Meter pro Sekunde. Das heißt, es macht Sinn, dass wir diesen Volumenstrom erstmal umrechnen von Liter pro Minute in Kubikdezimeter pro Sekunde. Wie machen wir das? Diese 18 Liter pro Minute entsprechen ja gerade. Liter ist das gleiche wie Kubikdezimeter. Wir können also schreiben, es ist das gleiche wie 18 Kubikdezimeter pro Minute. Nun, als nächstes wollen wir wissen, wie viel sind das pro Sekunde? Wenn eine Pumpe 18 Liter pro Minute fördern kann, dann wird das pro Sekunde natürlich entsprechend weniger sein. Also geteilt durch 60 Sekunden pro Minute. Wir können schreiben 18 Kubikdezimeter pro Minute geteilt durch 60 Sekunden pro Minute. Wenn wir uns Gedanken machen, das ist jetzt die Einheit Kubikdezimeter, wir wollen es aber in Kubikmeter wissen, dann wissen wir, okay, die Zahl muss ja dann entsprechend geringer werden. Ja? Ein Kubikmeter hat ja gerade 1000 Kubikdezimeter. Macht euch das nochmal klar, wenn wir hier nochmal aufzeigen. Hier ein kurzer Einschub. Ein Meter entsprechen 10 Dezimeter. Das heißt, ein Quadratmeter entsprechen 10 hoch 2 Quadratdezimeter und ein Kubikmeter entsprechen dann gerade 10 hoch 3 Kubikdezimeter. Also 10 hoch 3 ist nichts anderes als 1000. Das heißt, wir müssen diese 18 Kubikdezimeter durch 1000 teilen. Ich schreibe das mal hier hin. Mal 1000 Kubikdezimeter pro Kubikmeter. So, dann erhalten wir ein Q von 0,0003 Kubikmeter pro Sekunde. Die Fläche A, die haben wir bisher in Millimeter Quadrat berechnet, die brauchen wir jetzt auch in Meter Quadrat, dass es zueinander passt. Können wir auch entsprechend umrechnen. Von Meter in Millimeter haben wir den Faktor 1000. Wir haben aber hier Millimeter Quadrat, das heißt, wir müssen den Faktor 1000 Quadrat ansetzen. Also die 5026,55 geteilt durch 1000 Quadrat und das ergibt dann einen Wert, gerundet von 0,005 Quadratmeter. Und hier entsprechend einen Wert von 0,003 Quadratmeter. Beide Werte sind entsprechend gerundet. Die letzten Nachkommastellen habe ich nicht mitgezogen. Wenn ihr das im Taschenrechner macht, lasst den Wert drin mit allen Stellen hinterm Komma und setzt ihn jetzt hier in diese Gleichung ein. Wir erhalten also dann für das Ausfahren, V ausfahren, das sind dann die 0,0003 Kubikmeter pro Sekunde, geteilt durch die Fläche, die für das Ausfahren zuständig ist, also diese linke große Fläche, nämlich diese 0,005, Pünktchen, Pünktchen, ja, ihr nehmt alle Stellen nach einem Komma mit, Meter Quadrat, gerundet ein Wert von 0,06 Meter pro Sekunde. Und für das Einfahren gleicher Volumenstrom, aber eine andere Fläche, nämlich die 0,003 Pünktchen, Pünktchen, Quadratmeter. Und gerundet erhaltet ihr dann einen Wert von 0,1 Meter pro Sekunde. Ja, und das ist interessant, das nochmal zu sehen. Beim Ausfahren
haben wir die größere Kraft, weil wir hier auch eine größere Fläche haben und sich die Kraft ja gerade aus Produktdruck mal Fläche ergibt, ja, bei größerer Fläche, also auch die größere Kraft. Aber umgekehrt ist es dann bei den Geschwindigkeiten so, dass bei gegebenem Volumenstrom natürlich ein größeres Volumen erstmal gefüllt werden muss auf dieser Seite und deswegen dann auch die Geschwindigkeit beim Ausfahren kleiner ist als beim Einfahren. Ja, wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt mir gerne.